Stell dir vor, du bist eine Langstreckengurke und kaufst dir einen Diesel, um Spritkosten zu sparen, zahlst dann aber fast so viel wie BWL Bernd für seine 98 Oktan. Und zusätzlich dazu deine affenhohen Diesel-Kfz-Steuern. Zitter nicht! Ich sagte, stell dir vor... Ah, nee, warte mal, da war ja was. Okay, ich sehe zwei Optionen. Du tankst mit dem geklauten Kennzeichen deines Nachbarn und 4 FFP2-Masken im Gesicht und haust ab, ohne zu bezahlen. Oder du gehst zu Rewe und holst dir literweise Pflanzenöl für 1,80 Euro den Liter und kippst es dir in den Tank. Beides nicht empfehlenswert, beides strafbar. Ja, auch wenn es technisch gesehen funktionieren kann, mit Rapsöl anstelle von Diesel zu fahren, zählt das hierzulande als Steuerhinterziehung. Denn auf Supermarktöl wird keine Kraftstoffsteuer erhoben. Und auch wenn es funktionieren könnte, würde es relativ flott ohne Modifikation am Fahrzeug zum Motorschaden führen. Denn Pflanzenöl ist deutlich dickflüssiger als Diesel. BWL Bernd würde jetzt sagen, Diesel hat eine höhere Viskosität. Ob man mit Diesel auch kochen kann? Vielleicht also doch das mit den FFP2-Masken. Oh well. Mach das bloß weg.